In Tümen gibt es ca. 45 Forschungsinstitute, 7 Hochschulen, darunter 3 Universitäten. Die staatliche Universität Tümen ist eine der größten klassischen Universitäten in Sibirien. Die Universität in ihrem modernen Gebäude ist die jüngste Hochschule der Stadt. Die Universität hat 12 Institute, an denen gut 18.608 Lehrer studieren. Zurzeit arbeiten an der Universität 1.200 hochqualifizierte Lehrkräfte. Die ehemalige Pädagogische Hochschule wurde 1930 gegründet und hat sich zu einem Studien- und Wissenschaftskomplex entwickelt, der mehrere Institute, darunter das Internationale Institut für Finanzwesen, Verwaltung und Business, das Institut für Staat- und Rechtswissenschaft, das Institut für Pädagogik und Psychologie, das Institut für Mathematik und Computerwissenschaft, das Institut für Chemie, das Physikalisch-Technische Institut, das Institut für Geowissenschaften, das Institut für Philologie und Journalistik, das Institut für Biologie, das Institut für Geschichte und Politikwissenschaften, das Institut für Körperkultur, das Institut für ferngesteuerte Bildung, das Regionale Institut für internationale Kooperation, ein Gymnasium, mehrere Forschungsinstitute, das Regionale Zentrum für Fachkräfteumschulung, einen großen Informationskomplex, einen Verlag, ein Multimedia-Laboratorium, einen Technologiepark, den Fernsehkanal Eurasion, ein Reparatur- und Bauunternehmen sowie einige Sporthallen entschließt. Die Universität hat 15 Filialen und 9 Vertretungen in verschiedenen Städten Russlands und im Ausland. Unter anderem gibt es noch die Universität für Architektur und Bauwesen, die Erdöl- und Erdgasuniversität, die Medizinische Akademie, die Landwirtschaftliche Akademie und die Akademie der Künste und Sozialtechnologien.